Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, wie ihr es schon im Thumbnail sehen konntet, haben wir unseren CK wirklich knapp nach Prozenten verloren. Ja, uns hat knapp 1% gefehlt. Hier am Ende war es nochmal ganz, ganz eng. Also der CK war absolut auf Augenhöhe, auch wenn wir unten etwas überlegen waren. Unterlegen waren. Mit zwei Rathaus 8ern haben wir das eigentlich ganz gut kompensiert. Aber beim Gegner ist doch zu viel dann aufgeblieben am Ende. Und wir haben uns sehr schwer getan bei dieser Base hier. Die hat dann letztendlich ein RH10 gemacht. Und so haben uns am Ende halt hat uns ein bisschen prozentual was gefehlt. Ich habe eigentlich ganz gut angegriffen. Also für meine bescheidenen Verhältnisse, so muss ich es mal sagen. Ich glaube, den haben wir schon im Live-Angriff gesehen. Und gehen aber trotzdem mal rein hier, gucken uns mal an, was unsere Leute so gemacht haben, denn eigentlich haben wir sehr, sehr gut angegriffen, vor allen Dingen oben, sehr, sehr starkes Sixpack diesmal und von, ich glaube, sogar zwei Leuten. Aber hier im RH8-Bereich im RH9-Bereich haben wir uns doch sehr, sehr schwer getan und die Base ist hier zu knacken. Der Ronin macht das hier aber ganz gut. Und ich habe, glaube ich, an dieser Base auch einen Angriff ausgelassen, auch wenn er sehr knapp war. Ich glaube, es waren 92% oder 97%. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, es war die Zeit, die mir da gefehlt hat mit einem meiner Chars. Und das macht er hier aber viel besser mit ziemlich vielen Truppen, nämlich Hexen und Valkyren in dieser relativ offenen Base hier. Und so waren das hier wirklich gute zwei Sterne, war der zweite AG von Ronin und das passte. Also die unten, die beiden Bases haben wir ganz gut kompensiert. Kann man nicht anders sagen. Im oberen Bereich fehlten uns halt dieser knappe 1% und haben aber trotzdem ein paar schöne starke Angriffe dabei. Die Bases waren auch mal wieder, sind Anti-3-Sterne-Bases, keine Frage. Und da muss man dann schon ein bisschen länger überlegen, was man macht. Und wir haben auch relativ lange überlegt. Ich habe auch sehr lange mit meinen Charakteren hier über die Bases nachgegrübelt. Und was mache ich denn eigentlich als erstes? Und mache ich erstmal einen höher. Also für meine Verhältnisse jetzt, das muss ich dann im zweiten Angriff machen. Weil natürlich irgendwann mal alles weg war. Und deswegen war es für mich auch dann etwas einfacher, noch ein paar mehr Prozente zu holen, denn dann kann man sich so ein bisschen die Base aussuchen, wo fehlen jetzt noch Prozente, wenn es noch unentschieden steht, wo kann man noch was reißen, aber ich hätte schon fast einen 3-Stern machen müssen. Hab zwar noch, ich glaube, so knapp 3% oder so mehr geholt als meine Vorgänger auf der Base, wo ich als zweites angegriffen habe, hat aber trotzdem nicht gereicht und so haben wir hier ein bisschen unglücklich verloren. Ja, aber das war hier ein schöner 3-Sterner von Werwolf auf die 17. Und wir tasten uns mal ein bisschen nach oben. Ich muss mal eben schauen, den habe ich mit Avatar gemacht, Waveliner. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, ist auch schon wieder einen Tag her, sage ich ja immer. Ja, Kurzzeitgedächtnis, was ich hier eigentlich gemacht habe. Ah, okay. Ein Golaloon an der Stelle, auch mit... Ja, im Moment stehe ich auf der Stelle mit Avatar, weil die Helden nicht weitergehen. Ich kriege im Moment nichts wirklich reingefahren mit den RH9-Accounts hier und lebe so ein bisschen von dem, was ich so mit ein, zwei Angriffen am Tag machen kann. Ich hatte jetzt zwar die Woche über frei, aber die freie Zeit habe ich dann auch anders genutzt als zum Clashen. Und deswegen habe ich nicht so viel Zeit in das Spiel investieren können. Zumal wir ja auch noch nebenbei einen Livestream hatten. Der hat mir wirklich gut gefallen. Also ich glaube, die Vorbereitung hat sich gelohnt. Und es waren richtig viele Zuschauer da. Das hat mich wirklich gefreut. Ich war ja völlig überfordert. Bin irgendwann nicht mehr mitgekommen.
Und klar, die Leute wollen Dorfbesuche sehen und dann hast du natürlich immer was zu schnacken. Wir haben ja auch ein paar Zika-Angriffe gesehen, so war es ja nicht. Aber das Ganze drumherum, das ganze Gechatte und die Stimmung auch, fand ich eigentlich absolut in Ordnung. Ein paar Sachen haben mich dann doch noch gestört am Ende. Ich habe es mir ja noch zwei, dreimal angeguckt, um so ein bisschen zu analysieren, was kann man nächstes Mal besser machen. Und habe dort gesehen, dass im Chat die kleinen Symbole, die Avatar-Symbole, entweder lasse ich sie nächstes Mal weg oder aber ich muss den Spielbildschirm noch ein bisschen kleiner machen. Das möchte ich eigentlich nicht, weil man soll doch vermehrt was vom Spiel sehen. Und deswegen tendiere ich eher dazu, die Avatare wegzulassen. Also mit den Avataren ist gemeint, diese kleinen Symbole, die neben dem Namen stehen, die kann man auch weglassen. Denn die verbrauchen ein bisschen Platz und wenn ich die nicht drin habe, dann passt das auch nach wie vor noch vom Chat. Und wir sehen noch richtig viel vom Spielefenster. Also ich möchte wirklich, dass nach wie vor viel vom Spielfenster rüberkommt und weniger dieses Drumherum hier ist. Die Webcam brauche ich, glaube ich, nicht kleiner machen. Da kann man mich in jedem Fall sehen. Da kann man zwar noch ein paar, auch da haben mich ein paar Sachen gestört, nämlich vor allen Dingen das Licht hat mich richtig abgenervt. Und da habe ich mir aber mittlerweile etwas softeres Licht bestellt und das wird auch nächste Woche irgendwann eintreffen. Da muss ich das hier noch mal ein bisschen umbauen und dann werde ich hoffentlich nicht mehr so stark angestrahlt, so dass ich ein bisschen entspannter vor den Monitoren hier sitzen kann und kann mit euch wieder live Clash Royale spielen. Also ansonsten fand ich, war das eine runde Sache. Ich mache das gerne wieder. Ich habe nur noch kein Datum im Kopf, weil ich mal schauen muss, wie ich das wieder so ein bisschen koordinieren kann. Ja, mit Farm. Farm blieb ja völlig außen vor. Mit Farm, CK und auch so ein bisschen Dorfbesuche, Clanbesuche, je nachdem, was so ansteht. Und aber ich denke mal, wenn der nächste Stream kommt, haben wir in Clash of Clans auch schon etliches Erneuerungen drin. Da kann man natürlich mal rüber quatschen, kann man rüber diskutieren. Und dann geht das hier sicherlich weiter. Also das kann ich euch versprechen. Ich werde wieder live was mitstreamen, um mit euch Clash of Clans zu spielen, weil das macht einfach Laune. Und hindert mich natürlich so ein bisschen am Video machen, denn ich habe an dem Tag kein Video mehr geschnitten. Und deswegen ist das jetzt auch erst das erste eigentliche normale Video nach dem Stream hier. Und diesmal ist auch alles gut gegangen, auch mit der Musik, die ja letztes Mal gnadenlos rausgeschnitten werden musste. Das hat dann nicht funktioniert. Das hat diesmal super funktioniert. Und ich habe dort ausschließlich NSC-Musik benutzt und wusste eigentlich schon, dass die im Stream in jedem Fall rüberkommt. Und das war der zweite Sixpack hier von Mojo. Aber wir haben jetzt noch zwei Dreier von Max. Max hat zwei Dreier auf RA11 hingelegt, deswegen, ich habe es ja eben schon gesagt, wir haben hier nicht schlecht angegriffen und es fehlt einfach nur so ein paar Prozente an irgendeiner RH10 Base, die man dann mit Rathaus Level 11 dreiern muss. Ich werde übrigens meine Base auch umstellen müssen. Mich hat nämlich ein 10er gedreiert und ich habe ja in der Folge vorher gesagt, ich stelle meine Base so lange nicht um, bis mich nicht ein 10er dreiert. Es ist soweit, mich hat ein 10er gedreiert und deswegen bin ich in die Pflicht genommen worden, auch meine Base zu überarbeiten, zu überdenken, mir eine neue Base auszubauen und das werde ich auch machen. Ich habe im nächsten CK eine neue CK-Base und gucken wir mal, ob die hält. Die kann ich jetzt erst in einem Tag testen und dann schauen wir mal, ob die im CK auch was taugt. Im Moment sind wir sehr, sehr wenig CK-Teilnehmer, auch wenn wir mehr Leute geworden sind. Dadurch, dass wir natürlich appelliert haben, Leute, macht eure Helden. Noch kleinen Moment. Leute, macht eure Helden, spielen natürlich viele in den CKs nicht mit. Und das versuchen wir jetzt mal so ein bisschen rauszuanalysieren, um zu gucken, woran es denn wirklich hapert, weil wenn natürlich jemand sagt, dass er zu schwache Helden hat, seiner Meinung nach, um hier in den CKs nicht zu bestehen, unter Umständen ist das ja gar nicht so. Ja, ist vielleicht auch eine Fehleinschätzung. Und deswegen
reißt euch mal ein bisschen zusammen und habt Eier. Also nehmt an den CKs teil, auch wenn euer Held jetzt noch ein Level vertragen könnte oder zwei. Wenn ihr nämlich gar nicht spielt und erstmal nur Helden macht, Helden macht, Helden macht, dann helft ihr uns natürlich gar nicht. Und ihr bekommt auch keine Spielpraxis, das kommt noch dazu. Ja, denn die Spielpraxis bleibt komplett auf der Strecke. Und wenn man dann irgendwann wieder in CK einsteigt, ich sag mal, wenn man dann 20er Helden hat oder 25er Heldenpärchen hat und sich plötzlich wundert, oh, hier geht ja gar nichts, ich habe ja meine Helden zwar gemacht, aber es geht überhaupt nichts, dann ist das natürlich auch ein Schuss nach hinten. Man muss ja so ein bisschen in Form bleiben. Das habe ich ja auch durchgemacht, indem ich ja wochenlang keine CKs mitgespielt habe. Und dann hatte ich meine Helden hoch und trotzdem habe ich nichts gebracht, ja, weil ich zu wenig Spielpraxis hatte. Also leider hier verloren der CK, aber der war jetzt wirklich knapp mit dem knapp 1%, was uns da gefehlt hat. Und wir gucken einfach heute Abend neuer CK-Start. Ich hoffe, es werden noch so ein paar Grün, denn es sind echt wirklich viele Rot. Ich meine, wir sind 48 von 50 und im Moment haben wir nur 18 Grüne. Das ist echt mau. Da Leute, da müsst ihr mal so ein bisschen in euch gehen. Das haut sonst nicht mehr hin. Denn letztendlich werden wir hier irgendwann auch anfangen auszusortieren und werden sagen, du, wenn die Leute hier dauerrot sind, dann kann man das auch als Abhängen andeuten und dann können die Leute sich einen anderen Abhängeclan suchen. Bei Menabase hat sich kaum was verändert. Ich glaube, ich habe aber trotzdem, da ist er. Ich habe meinen Bombenturm angestoßen auf endlich Level 2, denn mein Minenwerfer hier oben wurde fertig. Ich habe 1, 2, 3 Mauern gemacht. Also es geht auch da so ein kleines bisschen voran. Ich habe mich wieder runtergedefft in Gold 3 zur Zeit, weil ich richtig viel Gold und Elex machen will im Moment. Im Labor wird in jedem Fall etwas Dunkles geforscht. Da könnt ihr raten, was es wird. Ja, also ich habe das Dunkle dafür schon zusammen. Und irgendwas wird es hier. Ich habe hier noch 4 Zauber offen. Ich habe hier noch 2 Truppen offen, die ich leveln kann. Und der Babydrache ist in 14 Stunden fertig. Was ich auch wirklich super finde, den werde ich auch einsetzen. Den setze ich auch mal wieder ein. Und dann geht das hier in jedem Fall ganz locker weiter. Aber eins nervt mich gerade doch ein bisschen ab. Ah ne, jetzt ist es wieder aus. Ich weiß nicht, ob man das hier hört. Ich höre mir das gleich nochmal an im Video. Das Telefon geht hier die ganze Zeit. In einem Tag 13 Stunden. Wir können hier oben mal reingucken. Ist mein X-Bogen fertig? Mein zweiter, dann geht der dritte hoffentlich auf die Reise. Ich muss natürlich richtig was reinfahren. Im Moment 2 Bobs frei. Und noch nicht so viel Gold. Ich wollte eine Kanone weitermachen. Da fehlen mir allerdings noch, jetzt gucken wir mal gerade, 1.260.000. Also ja, hier muss auf jeden Fall was getan werden. Ich muss wieder ordentlich clashen. Und würde sagen, ich plane den nächsten Stream mit euch. Ihr könnt das mal reinschreiben, ob man das wöchentlich machen kann oder soll oder ob das einmal im Monat reicht. Ich weiß das nicht. Ich weiß auch nicht, wie das andere YouTuber halten. Die Livestream, viele streamen ja nur live und stellen ihr Video danach einfach ins Netz rein. Kann man natürlich auch machen, weil dann erledigt YouTube die ganze Arbeit eigentlich für einen. Das Rendern, Schneiden vielleicht nicht, aber wenn man an so einem Livestream muss man eigentlich nicht schneiden, weil live ist live. Ich würde sagen, das war's bis hierhin. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Morgen, wie gesagt, wieder 2 Folgen. Ob es nun Clash Royale wird, mal wieder, das habe ich ja jetzt länger nicht gezeigt, oder Clash of Clans, wird es in jedem Fall eine Folge geben. Da könnt ihr euch überraschen lassen. Und bis dahin, euer Toto, Clash.